Ich stelle mal meine Startelf zusammen für die kommende zweite Ligasaison von Hertha BSC. Von Spielern, die momentan dort sind, bei Hertha BSC schon sind, oder wo es sehr heiße Gerüchte drum gibt. Und ohne lang rumzuüberlegen, würde ich sagen, gehen wir dort auch gleich mal rein. Das Ganze mache ich auf der Webseite meineraufstellung.de. Dafür habe ich auch zahlreiche Spieler hinzugefügt, die die Webseite jetzt noch nicht hat. Also entweder Jugendspieler oder Spieler, die eben verpflichtet wurden, sind für Hertha BSC. Und die habe ich eben hinzugefügt. Die Trikotnummern sind jetzt nicht überall genau korrekt. Ich weiß beispielsweise nicht, was für eine Trikotnummer ein Fabian Rehse oder so bekommt. Das kann ich nicht genau sagen. Daher habe ich denen einfach irgendwelche Nummern gegeben, die noch nicht belegt sind. Und fangen wir gleich mal an. Ich würde sagen, Hertha BSC wird typische Paul-Dardai-Aufstellung nächstes Jahr spielen. Das bedeutet, es wird ein 4-2-3-1 gespielt werden, weil das war einfach eigentlich immer Dardais Aufstellung, die er gespielt hat. Und im Tor muss ich gar nicht, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. Im Tor steht für mich in der kommenden Saison Marius Gersbeck. Den haben wir jetzt aus Karlsruhe zurückgeholt für 250.000, 300.000 Euro als Ablösesumme. Christensen, den ich sonst wahrscheinlich eingestellt habe, glaube ich aber, er wird wechseln. Vor allem, weil es Gerüchte rund um die Premier League gibt und immer sein Traum war, in der Premier League zu spielen, wie er mal in einem Interview verraten hat. Und Tjaak Ernst würde ich auch noch nicht den Stammkeeper zutrauen. Oder was heißt zutrauen? Ich würde ihn noch nicht direkt reinwerfen. Ja, er hat ein gutes Spiel in Wolfsburg gemacht, hat auch gut gehalten. Aber das war ein Spiel ohne jeglichen Druck. Da war eigentlich nicht, da stand ja gar nicht mehr auf dem Spiel. Daher würde ich Gersbeck den Vortritt lassen. Seine Erfahrung als Torwart zählt zu den besten Torwerten der dritten, soweit nicht, der zweiten Liga natürlich. Und genau. Machen wir weiter mit der Verteidigung. Das ist ja die Vierer-Abwehrkette. Und auf der rechten Rechtsverteidigerposition, stellt sich für mich die erste Frage. Also momentan haben wir für die Position Julian Eitschberger, in dem ich sehr großes Potenzial sehe. Der ewige Peter Pekarik, der, ich weiß nicht, ob es mittlerweile offiziell ist, aber höchstwahrscheinlich seinen Vertrag verlängern wird. Wir haben Peter Pekarik und wir haben Jonjo Kenny, der aber bei den Verantwortlichen seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll, weil er nicht mit in die zweite Bundesliga gehen will. Daher stellt sich jetzt für mich die Frage, ob ich einen Julian Eitschberger auf der Rechtsverteidigerposition sofort reinwerfen will oder ob man den Peter Pekarik dort stehen lassen will, weil bei Pekarik weiß man, was man hat. Ich würde aber sogar sagen, ich glaube, ich traue es Julian Eitschberger zu, dass er als Rechtsverteidiger, vor allem in der zweiten Liga, die ist nicht so weit von der, na gut, sie ist näher dran an der Regionalliga. Und soweit, was ich mitgekriegt habe, war Eitschberger zumindest einer der besseren oder der besten Jugendspieler, hat ja auch nicht ohne Grund, war nicht ohne Grund immer im Trainingslager dabei, hat mit den Profis mittrainiert. Und ich würde Eitschberger einfach, ich würde ihm die Chance geben, in der zweiten Liga es zu probieren. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann hast du eben mit Peter Pekarik eine Alternative, von der du weißt, was du kriegst. Wir wissen sowieso alle, wie es läuft aus der Rechtsverteidigerposition. Entweder holt man einen Spieler oder man stellt einen anderen Spieler auf und nach 10 Spieltagen spielt eh wieder Pekarik. Aber ich würde vorerst sagen, Eitschberger hat es verdient,
die Chance zu bekommen, sich dort zu beweisen. Kommen wir jetzt zur Innenverteidigung. Und ein Platz ist dort für mich ganz klar belegt. Und das ist Marc-Oliver Kempf. Sofern, nein, nicht der. Marc-Oliver Kempf, und zwar sofern er bei Hertha BSC bleibt. Weil es gab zuletzt immer wieder Gerüchte darum, ob er nicht vielleicht ins Ausland wechselt. Clubs aus dem Ausland sollen an ihm Interesse gezeigt haben. Aber es gab da jetzt noch nicht, also ich habe jetzt noch nicht irgendwelche spezifischen Gerüchte rund um Vereine gehört. Und ich habe es gestern schon im Livestream gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn er bei uns bleiben würde. Ich traue ihm auf jeden Fall zu, die Innenverteidigung in der zweiten Liga weiterzuführen. Ich traue ihm das Kapitänsamt sogar zu. Das hat er damals auch für Stuttgart in der zweiten Liga bekleidet. Ob das in der ersten Liga war, weiß ich nicht so genau. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er bleibt. Und wenn er bleibt, ist er natürlich unser bester Innenverteidiger, den wir haben. Die zweite Innenverteidigerposition, die macht sich zwischen mehreren Spielern aus. Da ist zum einen ein Uremovic, ein Agustin Rochel, ein Clemens, ein Da Silva Kiala und ein Linus Gechter, von dem ich gerade sehe, dass ich ihn noch hinzufügen muss. Genau, ein Linus Gechter. Und da schwanke ich ganz klar zwischen zwei Spielern. Und das sind Linus Gechter und Filip Uremovic. Und ja, Uremovic hat eine durchwachsene erste Saison gespielt. Ich glaube, das ist ein guter Ausdruck dafür. Aber ich würde sagen, er hat sich zum Ende hin schon deutlich gefangen. Vor allem unter Paul Dardai hat er stabil performt. Und für mich hätte er es verdient, zu spielen. Allerdings auch ein Linus Gechter wurde von Paul Dardai damals zuerst eingesetzt. Der war in der, was war das, 21-22er Saison einer der wenigen Lichtblicke von Spielern in der Zeit, wo er da war. Und er war jetzt die Hinrunde noch bei uns. Er war verletzt, deshalb hat er, wenn er überhaupt gespielt hat, aber sonst kaum gespielt. Und er ist dann nach Braunschweig gewechselt, auf Leihbasis. Und hat dort die ersten Spiele echt gut performt, muss man sagen. Aber dann hat er sich irgendwie verletzt und danach hat er irgendwie nicht mehr Tritt gefasst. Und dementsprechend würde ich vorerst einen Uremovic aufstellen auf der Position, falls ich ihn hier finde. Ja, da ist er. Ich würde vorerst einen Filip Uremovic aufstellen, aus den Gründen, dass er eben ein Spieler ist, der unter Paul Dardai zum Ende hin gut funktioniert hat. Und das auch ein bisschen, naja, mangelnde Alternativen kann man jetzt nicht sagen. Aber die anderen Spieler, die wir haben, die überzeugen mich jetzt nicht hundertprozentig, sagen wir es so. Weil ein Rochel, der kann von mir aus gehen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche den nicht bei uns. Er hat eigentlich nie Leistung gefühlt gezeigt. Und dementsprechend fällt er für mich sofort raus aus der Rechnung. Und ein Da Silva Kiala, glaube ich, ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal fürs Profiteam aufgelaufen ist. Und ein Clemens ist lediglich im letzten Spiel zum Einsatz gekommen. Wo dasselbe gilt für mich wie Tarek Ernst. In dem Spiel herrschte einfach auch kein Druck mehr. Also, das Spiel, das war, naja, es war, da ging es um nichts mehr. Klar, es war, hat er ganz gut gespielt, die Abwehr stand da stabil, aber es ging auch in dem Spiel um nichts mehr.
Und Gechter habe ich gerade ausgeführt. Ist für mich eine deutliche Option. Würde ich sogar, wenn er fit ist, wieder vor Uremovic sehen. Aber ihm fehlt jetzt halt die Spielpraxis und so alles. Vielleicht kriegt er das durch die Vorbereitung wieder rein. Das kann man natürlich nie sagen. Aber daher würde ich momentan eher einen Uremovic vorne sehen. Kommen wir zur Linksverteidigerposition. Das fällt mir schwer zu sagen. Also nicht schwer. Da steht momentan ein Marvin Plattenhardt. Nicht, weil ich Marvin Plattenhardt auf der Position besonders gut sehe. Aber es gibt Gerüchte, dass er jetzt doch seinen Vertrag verlängert. Und wir haben sonst einfach keine Linksverteidiger mehr. Also, ich mache das Ganze ja auf dem jetzigen Stand mit Gerüchten, die es gibt und so weiter. Und man muss einfach sagen, Linksverteidiger, wir haben keine. Wen sollen wir denn sonst dort aufstellen? Wir haben einen Marvin Plattenhardt. Und das war's. Mittelstädt ist nach Stuttgart gewechselt. Ulrich nach Gladbach. Wohin auch sonst? Und sonst, wir haben in der Jugendabteilung gute Linksverteidiger. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass diese bereits so weit sind, dass man sie fürs Profiteam überhaupt in Betracht ziehen könnte. Und dementsprechend muss ich einen Marvin Plattenhardt dort aufstellen. Wer weiß, vielleicht macht Pardada ihn wieder gut. Kann ich natürlich nicht sagen. Aber momentan, ich hoffe einfach, dass wir noch einen weiteren Spieler verpflichten werden. Weil, also für die Linksverteidigerposition, weil mit einem Marvin Plattenhardt allein kann man nicht in die Saison gehen. Also, da kannst du auch gleich ohne Linksverteidiger spielen. Weil Marvin Plattenhardt, er hatte diesen legendären Endspurt unter Felix Magath. Und Marvin Plattenhardt, du warst ein super Typ. Ich habe mir damals dein Trikot danach gekauft. Aber was ist mit dir wieder zur neuen Saison passiert? Also, das war ja grauenvoll. Wirklich, Marvin Plattenhardt, irgendwie zwei Vorlagen als Linksverteidiger hat er gegeben. Und das, obwohl er eigentlich ein Flankenkönig sein sollte. Seine Standards, null Gefahr. Am Ende haben andere Leute die Standards getreten. Und dort daher, Marvin Plattenhardt, ich würde gerne wen anders aufstellen, aber bis jetzt haben wir eben einfach noch keine weiteren. Schwierig, deine Abwehr, es kommt bestimmt noch einer. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall, dass da noch wer kommt. Also auf der Rechtsverteidigerposition zwischen Eitschberger, Pekarik muss man sich entscheiden. Weiß ich nicht, haben wir sonst keinen. Aber da würde ich auch keinen holen tatsächlich für die Position. In der Innenverteidigung kämpfen ist, wenn er bleibt, für mich gesetzt. Uremovic war unter Dardai ganz okay. Ansonsten kann man einen Gech da reinwerfen. Das geht auch, aber Linksverteidigerposition ist halt dünner. Und ich würde einen Marvin Plattenhardt auch nicht aufstellen, wenn wir Alternativen hätten. Also vielleicht vergesse ich jetzt auch gerade irgendwen. Aber soweit ich weiß, alle anderen sind weggewechselt und spielen nicht mehr für uns. Und daher ist für mich Marvin Plattenhardt auf der Linksverteidigerposition momentan leider gesetzt. Genau. Kommen wir weiter ins Mittelfeld. Mal machen wir natürlich erstmal mit dem defensiven Mittelfeld weiter. Wie gesagt, für alle, die neu eingeschaltet haben, wir spielen 4-2-3-1, weil das einfach Pal Dardais Lieblingsposition ist. Und dementsprechend haben wir eine Doppel-6 als erstes vor uns. Und auf die Doppel-6 stelle ich den Trainersohn, Marton Dardai. Natürlich nicht der Trainersohn. Das hat es natürlich vollkommen verdient zu spielen. Ich weiß auch nicht, was die Medien damit immer haben. Aber ja, er hat für mich in den Spielen, wo er auf der 6 gespielt hat, echt ganz stabil performt. Und dementsprechend würde ich ihn dort momentan erstmal aufstellen. Und die zweite Position ist für mich auch klar vergeben.
natürlich an einen, wo ist er? Ja, es ist nichts offiziell, aber alle großen Zeitungen berichten, es gibt eine Einigung zwischen den beiden, zwischen dem Spieler und dem Verein. Und Neapel soll nur 300.000 Euro an Ablöse fordern. Und dementsprechend ist für mich ein, wo ist er? Ein Diego Demme ganz klar gesetzt bei unserer Doppelsechs. Also, wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir es gerne sagen. Aber für mich ist es eindeutig, wer dort spielen sollte, wenn Dardai wirklich auf sein 4-2-3-1 setzen sollte. Ein Mason Dardai, wie gesagt, hat gut performt auf der Position. Ein Diego Demme. Das ist einfach krass, weil sollte ein Zweitligist so einen Spieler bekommen. Er soll ja auch schon für Gespräche und so in Berlin gewesen sein sollen. Und den hätte ich. Ich hätte nicht mal geglaubt, wenn wir den als Erstligist bekommen hätten. Wie würdest du Chigerci einordnen? Ja, Chigerci ist so ein typischer Hertha-Einkauf. Den kaufst du ein. Der ist echt gut in seinen ersten Spielen. Und danach geht steil bergab. Also, ich weiß, Spiele hier, er kam gegen Frankfurt zum ersten Mal rein. Zur zweiten Halbzeit war okay. Dann haben wir, oh ja, danach, dann kam das 4:1 gegen Gladbach. Tolles Spiel. Ich war natürlich gerade dort nicht da. Ich wollte hin, aber es ging nicht. Da hat er irgendwie das ganze Mittelfeld geordnet, irgendwie eine Vorlage gegeben, eine Vorlage zu einer Vorlage. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Zweiter Assist oder so, keine Ahnung, im Eishockey oder anderen Sportarten, da glaube ich, gibt es das. Extra, aber danach finde ich, ging bei Chigiachi deutlich bergab. Also klar, er ist ein Führungsspieler, aber er wurde auch nicht ohne Grund bei Spielen wie gegen Schalke oder gegen Bremen nach 25 Minuten ausgewechselt. Und Dardai hat er im Endeffekt gar nicht mehr auf ihn gesetzt. Also wer weiß, vielleicht performt er jetzt in der Sommervorbereitung super stark, dann würde ich ihn als Alternative zu Dardai sehen, aber wenn Diego Demme kommt, ist der für mich einfach gesetzt. Und ja, genau. Kommen wir jetzt zur nächsten Position. Das ist die Zehner- oder Achterposition. Und das ist auch wieder so eine Position. Demme wird kommen, es geht nur noch um die Ablösesumme. Ja, genau das habe ich auch gehört. Und gestern oder vorgestern haben auch irgendwelche Zeitungen geschrieben, ja, Neapel soll nur irgendwie eine Ablösesumme von 300.000 Euro verlangen. Und wenn, die wollen den halt loswerden. Der hat ja irgendwie letzte Saison 142 Minuten nur gespielt. Und das musst du machen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, der ist 31 Jahre oder so alt. Aber ein Diego Demme vom italienischen Meister, wo er, keine Ahnung, 4 Millionen oder so im Jahr verdient. Und der laut Sky will nur zu Hertha kommen und ist bereit auf viel Geld zu verzichten. Also das musst du machen. Ich würde Hertha natürlich auch zutrauen, das wieder irgendwie ja falsch zu machen. Traue ich zu. Aber für mich, Diego Demme muss geholt werden, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Genau. Aber wir waren bei der Zehnerposition und dort für mich auch haben wir eigentlich momentan nur einen Spieler. Das ist ein Ibrahim Maser. Das soll ja Dardais, naja, Lieblingsspieler jetzt nicht, aber schon einer der Spieler, die bei ihm wahrscheinlich eingesetzt werden. Also er hat ja, wie nennt man das? Dardai hat ihn ja immer wieder auf Pressekonferenzen und so hervorgehoben, dass es eben dass er den eben in der U16 schon hatte, er ihm dort damals dann aufgefallen ist und er ihn sozusagen auch ein bisschen angespornt hat.
sich mehr anzustrengen, weil er ein unfassbares Talent hat. Hat er jetzt auch in seinem zweiten Spiel irgendwie gegen Wolfsburg hat er getroffen. Und für mich ist es ein starker Spieler. Für mich ist halt auch hier die Frage, ist er bereit, schon auf Dauer erste Mannschaft zu spielen? Und das ist halt schon eine recht große Sache, muss man ja so sagen. Und das Problem aber auf der Zehnerposition ist, und sollten die Medienberichte stimmen, dass Jean-Paul Boetius wirklich seinen Vertrag aufgelöst hat, und ich vermute einfach mal, dass das stimmt. Die Bild-Zeitung ist ja bei sowas immer sehr gut informiert, leider. Und dementsprechend haben wir einfach gerade auch keine richtige Alternative auf der Zehnerposition. Und dementsprechend muss ich auch einen Ibrahim Maser eigentlich aufstellen auf der Zehnerposition. Und das mache ich jetzt auch. Ich hoffe aber, dass wir mindestens mal, wir müssen einen zweiten Spieler für diese Position auf jeden Fall holen, weil ein Ibrahim Maser ist ein junger Spieler. Und wie Pa auch immer schön sagt, die junge Spieler muss die Fehler machen dürfen. Und genau das ist es. Ein junger Spieler kommt irgendwann in ein Formloch. Das ist ganz normal. Vielleicht passiert das jetzt keinem Erling Haaland oder so, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und wir brauchen einfach einen, der halt da auch als Backup noch funktionieren kann. Oder der sich halt mit Maser, der ihn halt pushen kann. Und es war ja die Rede von Mehmet Aslan, der letztes Jahr oder letzte Saison in der dritten Liga zum Torschützenkönig wurde für Dynamo Dresden. Mir fiel er auf, aber er ist noch zu früh in. Da muss noch was kommen. Ja, genau. Genau das sehe ich nämlich auch so. Weil er hat natürlich ein unfassbares Potenzial, aber man muss definitiv noch zumindest einen zweiten Spieler für die Position holen, mit dem er sich messen kann, der ihn ersetzen könnte oder hinter dem mal sein Backup ist, der immer wieder mal reinkommen kann. Und wie gesagt, Mehmet Arslan ist ja war im Gespräch bei uns, hat letzte Saison 25 Tore und mit 32 Scorer für Dynamo Dresden in der dritten Liga gemacht, wurde dadurch Torschützenkönig. Aber leider habe ich gestern gelesen, ich weiß nicht, das ist ja ganz normal im Fußballbusiness, dass Kiels Sportchef gesagt hat oder auf jeden Fall dementiert hat, dass er zu Hertha BSC wechseln wird. Oder dass er überhaupt wechseln wird und dass man auch bei Kiel wohl auf ihn setzen will. Und dementsprechend muss man sich andersweitig umsehen. Was hältst du von Richter auf der 10 bzw. hängende Spitze? Kann Richter spielen? Also, wenn er bleibt. Aber ich sehe Richter eher auf der Außenposition. Und genau dort kommen wir jetzt hin. Denn bei mir auch spielt ein Marco Richter, wenn ich ihn finde. Hier ist er. Ganz genau. Weil er ist ganz klar er ist einer unserer besten Spieler. Er hat immer gekämpft für uns. Das habe ich auch gestern schon gesagt. Und er hat Torgefahr. Ich denke auch, ein Jahr zweite Liga würde ihm echt gut tun. Vielleicht, weil er hat noch ein bisschen Verbesserungspotenzial in der Entscheidungsfindung. Also Richter schießt sehr gerne aus der zweiten Reihe drauf. Kommt auch öfters ins Tor. Allerdings schießt er halt auch oft auf der zweiten Reihe aufs Tor und das geht vorbei. Und seine Flanken müssen sich noch ein bisschen ändern. Weil da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ich weiß noch, ich saß mal im Stadion. Und hab beim Aufwärmen zugeschaut und Richter hat so eine Flanke von der Eckfahne oder so geschlagen und die kam auf der anderen Seite im Aus runter. Also im Seitenaus. Und ich hatte zwar gegen Mainz, im Spiel ist gefühlt fast dasselbe in derselben Position passiert. Und dementsprechend dort sehe ich auf jeden Fall Verbesserungspotenzial bei ihm.
Aber er ist definitiv einer unserer besten Spieler. Für die zweite Liga wäre er unfassbar gut. Und auf der anderen Seite würde ich einen Fabian Reza aufstellen. Weil die zweite Liga, die ist nicht bereit für die Reze-Richter-Doppelflügelzange. Reza, unfassbar guter Spieler, zumindest in Kiel. Wir hatten schon viele unfassbar gute Spieler geholt, die dann plötzlich bei uns nicht mehr unfassbar gut waren. Aber in Kiel irgendwie, allein am letzten Spieltag hat er irgendwie ein Tor und drei Vorlagen gegeben. Ich glaube, um die 20 Scorerpunkte, ich glaube, 10 Tore, 12 Vorlagen oder so hatte er. Und ich habe mal ein ausführlicheres Video über ihn gemacht. Ich glaube, das war aber schon im März oder so. Und ihm, er hat halt die Torgefahr und so, aber er kann auch sehr gefährliche Bälle spielen. Das sieht man ja daran. 12 Vorlagen, 10 Tore. Und dementsprechend würde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Zumal wir auch keine Alternativen haben. Glaube ich. Also ein Gustav Christensen hat man jetzt geholt. Aber der soll ja erstmal in Liga 2 oder so aufgebaut werden. Nicht in Liga 2, in der zweiten Mannschaft aufgebaut werden. Rehse natürlich, wer sonst? Ja, genau. Also Rehse ist für mich auch einer der Spieler, die absolut gesetzt sind. Und ja, genau. Man kann ja, ich gucke hier nochmal, wenn wir noch haben. Wir haben noch einen Darius Sherhand. Aber der hat jetzt für mich auch noch nicht hundertprozentig gezeigt, dass er in der ersten Mannschaft Stammspieler sein soll. Also klar, der hat okay gespielt, hat getroffen, war immer auffällig. Man kann ihm nichts vorwerfen, aber es geht halt auch noch besser. Und es ist halt wie immer, es ist noch ein junger Spieler, den kannst du nicht einfach so sofort reinwerfen. Weil ein junger Spieler, der braucht auch seine Zeit. Und wenn er Fehler macht und so weiter, dann wird ihn das schnell verunsichern. Und daher, für mich, die Flügel sind ganz klar gesetzt. Richter Reese. Das einzige Problem, was ich dabei vielleicht sehe, dass es noch nicht ganz klar ist, ob Marco Richter überhaupt in zweite Liga mitkommt. Also, ich würde ihn dort ganz klar bei uns sehen. Also, ich traue ihm das absolut zu, dass er bei uns bleibt und würde ihn auch als krassen Spieler für Liga 2 sehen. Aber man, ich weiß es halt nicht. Er hat halt auch das Potenzial für den Erstligisten zu spielen und dementsprechend muss man gucken, was für Angebote kriegt er. Will er überhaupt mit in Liga 2 kommen? Und ich glaube, da gab es jetzt noch keine offizielle Äußerung, aber Richter ist auf jeden Fall so ein Typ, dem traue ich auch zu, dass er bleibt, um wieder das auszubessern, was die Mannschaft über die letzten Jahre versaut hat. Also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass man direkt aufsteigt, aber obwohl, wenn man sich das Team anguckt, mit ein paar Verbesserungen, könnte schon aufsteigen. Aber naja, wer weiß. Und jetzt kommen wir zum Sturm. Und dort haben wir momentan zwei Spieler, die für mich in Frage kommen. Wobei der eine Spieler für mich ganz klar nur die Nummer zwei wäre, wenn der andere bliebe. Die Rede ist natürlich von Jessic Ngankam und Florian Niederlechner. Aber gestern kamen Gerüchte auf, dass Jessic Ngankam das Interesse von Frankfurt geweckt haben soll. Und so gerne ich ihn halten würde. Aber ich könnte auch gut verstehen, wenn er bleibt. Und dementsprechend, bei Frankfurt kann man ihn schon sehen. Erstmal sehen, was noch kommt und geht. Ja. Ganz natürlich ganz klar. Ich habe jetzt nur erstmal jetzt gemacht, wie ich anhand von dem Stand jetzt das Team aufstellen würde. Glaube, dass Niederlechner sehr gut in der zweiten Liga funktionieren könnte. Tyrone war. Ja, das glaube ich auch, dass Niederlechner ein sehr guter Stürmer für die zweite Liga ist, aber ich würde Jessic Ngankam im Fall, dass er bleibt, eindeutig vorne sehen.
Und die Frage ist halt, ob er bleibt. Ich meine, bei den Gangkampf ist es so, da hast du natürlich als, da hat Hertha natürlich die Karten selber in der Hand. Also hat noch Vertrag irgendwie 2, 3 Jahre bis 25 oder 26. Und du bist jetzt nicht verpflichtet, ihn zu verkaufen. Ich habe irgendwie gelesen, unter 10 Millionen Euro würde man das auch nicht machen. Die Sache ist aber die, wenn du ein Angebot für über 10 Millionen Euro Ablöse kriegst, dann musst du den verkaufen in der jetzigen Lage. So leid mir das tut, aber da dieses Angebot noch nicht vorliegt, ist für mich der letzte Stürmer, beziehungsweise der Stürmer vorne drin, Jessic Ngankam. Und zwar in dem 4-2-3-1, in der 4-2-3-1 Position. Dabei Gersbeck natürlich im Tor, Kempf hier links außen, Martin Dardai im Mittelfeld nochmal, Uremovic zweite Innenverteidigerposition, Plattenhardt leider auf links, bei der Linksverteidigerposition, Eitschberger oder Pekarik auf rechts. Ich habe mich jetzt erstmal für Eitschberger entschieden. Richter rechts außen, Ngankam im Sturm, Maser auf der 10, Reza auf links außen und Diego Demme in der zweiten Sechserposition. Und damit steht das Team jetzt erstmal. Man kann jetzt noch 9 Auswechselspieler reinpacken. Das mache ich einfach. Also Ersatztorwart, Tjaak Ernst. Ah ne, warte mal hier. Tjaak Ernst, okay, geht. Doch, geht doch. Okay, dann wen würde ich noch auf die Bank setzen? Ganz klar ein Peter Pickarick kommt für mich auf die Bank. Dann kommt für mich auf die Bank ein Florian Niederlechner als Ersatzstürmer. Außerdem, wen könnte man noch auf die Bank setzen? Einen Gechter, wenn ich ihn finde. Hier, ein Linus Gechter gehört für mich auf die Bank als Ersatzverteidiger sozusagen. Dann, und das ist jetzt einer meiner Hot Takes, aber ich kann mir vorstellen, und das ist wirklich nur eine Vorstellung, dass Kilian Enzona in der zweiten Liga als Backup funktionieren kann. Ich habe 0 Spiele von dem gesehen. Null. Kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Der Typ hat seit 1,5 oder 2 Jahren, ich glaube, der hat noch nie mit dem Team mittrainiert. Aber es werden ja nicht umsonst damals lauter Top-Clubs an ihm dran gewesen sein. Und man hat ihn damals nach Berlin geholt, um ihn aufzubauen. Das war einer der Bobic-Transfers. Wir haben gestern drüber geredet. Und ich weiß es nicht. Ich habe neulich Bilder von dem gesehen. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Der war wahrscheinlich die ganze Zeit im Fitnessstudio oder so. Aber der hat auf jeden Fall ordentlich aufgebaut. Kilian, so ein Albtraum jeder Krankenkasse. Das auf jeden Fall. Also, der ist ja wirklich dauerverletzt gewesen bis jetzt in Deutschland. Aber ich würde ihn erstmal auf die Ersatzbank setzen, weil ich kann mir vorstellen, dass er in der zweiten Liga als Backup funktionieren kann. Betonung ganz klar auf kann. Gut, machen wir weiter. Wir brauchen noch 4 weitere Spieler für die Bank. Wir haben momentan 2 Verteidiger. Ein Torwart, ein Stürmer und ein Flügelspieler. Dann brauchen wir noch welche fürs Mittelfeld. Wen wir da momentan haben, das ist ein Suat Werder. Der ist weg. Höchstwahrscheinlich. Ein Toussaint ist wahrscheinlich nicht nur höchstwahrscheinlich weg, ist weg. Dann haben wir einen Chigerchi. Kommt für mich auf die Bank. Ist ein Führungsspieler. Dem traue ich das eindeutig zu, dass er das macht. Dementsprechend, Chigerchi kommt auf die Bank. Dann ein Spieler, der kann Stürmer, der kann Flügel spielen. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Davy Sheahan kommt für mich ebenfalls auf die Bank. Und dann haben wir noch zwei Teams, die wir, als nicht zwei Teams, 2 Spieler, die Plätze, die wir vergeben können. Und da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Die 2 Plätze lasse ich offen. Und zwar immer für irgendwelche Spieler, die Jugendspieler, die mal einsetzen,
Vielleicht auch irgendwelche Leihrückkehrer, die jetzt kommen. Da habe ich mit Sicherheit auf jeden vergessen. Jetzt wird gerade eingeschrieben, Zukunft von Cefuik. Das sehe ich nicht bei uns. Ein Cefuik sehe ich wirklich nicht bei uns. Also, er ist Rechtsverteidiger ja eigentlich. Dort haben wir zwei Spieler, Pekarik und Eitschberger, die ich mir vorstellen kann, beide als Duo, die sich immer wechseln. Ein Cefuik wurde in der Vorbereitung ja von einem Sandro Schwarz ausprobiert und hat dort gut performt. Aber das war damals die Vorbereitung. Er wurde im ersten Spiel gegen Braunschweig eingewechselt. War schlecht. Danach war er weg. Ich weiß nicht, ob er in der Hinrunde noch bei uns war oder direkt ausgeliehen wurde zu Hellas Verona. Aber ich habe jetzt gerade mal nebenbei auch geschaut. Von 20 möglichen Spielen in der Serie A hat Deovisio Cefuik 1 bestritten. 1. Und dabei wurde er eingewechselt lediglich. Daher, er hat null Spielpraxis und ich sehe ihn auch nicht mehr bei uns. Daher, ich vermute, das wird so ein Spieler, der wird, wenn er überhaupt geht, ablösefrei gehen. Einfach, damit wir das Gehalt von ihm einsparen können. Und kommen wir jetzt aber zurück zum der Auswechselbank. Die letzten beiden Plätze, da war ich noch nicht ganz fertig mit, würde ich sagen, bleiben offen. Für Jugendspieler, die zu dem Zeitpunkt sich einen Kaderplatz verdient haben. Für andere Spieler, die vielleicht noch geholt werden oder Leute, die jetzt halt durch das andere geholt werden. Zum Beispiel, wenn man noch einen Zehner holt, dass ein Maser aus der Bank Platz nimmt, dafür dieser Zehner, den man holt, in die Startelf rutscht. Oder wenn man Linksverteidiger, was man hoffentlich macht, holt, dass der auf was dann Plattenhardt auf der Bank Platz nimmt. Und dementsprechend lasse ich die letzten beiden Positionen einfach mal offen. Könnt ihr ja sagen, wenn ihr dort sehen würdet, aber für mich ist da jetzt momentan einfach kein klarer Spieler mehr, der für mich dorthin gehören würde. Genau, und das war dann eigentlich auch schon mein Teambau. Eine 4-2-3-1-Position, Position, ein 4-2-3-1-Formation. Bence Dardai. Ja, genau, das ist so ein Spieler, bei dem kann ich mir vorstellen, dass er mal auf der Ersatzbank Platz nimmt, dass ihn Pahl vielleicht auch mal reinwirft, damit sich die Bild-Zeitung den nächsten Trainersohn-Titel rausholen kann. Oder Sky, damit Pahl Dardai mal wieder ein Wut-Interview halten kann. Boah, eigentlich muss ich mir dieses Wut-Interview mal wieder anschauen. Das war einfach legendär damals. Naja, aber genau, Bence Dardai ist so ein Spieler, den sehe ich noch nicht bei der ersten Mannschaft. Deutlich nicht, aber definitiv ein sehr guter Spieler. Hat ja auch, ich weiß gar nicht, was war das für eine EM oder WM? Die U20 oder die U19 EM oder WM, wo Bence Dardai ja für Deutschland dabei war. Der hat ja von dem, was ich mitgekriegt habe, echt gut performt. Und ich sehe ihn auf jeden Fall in Zukunft im Kader, aber noch nicht jetzt. Daher ist das genau einer dieser Spieler, die auf die letzten zwei Kaderplätze vielleicht mal eingeteilt werden kann. Das ist dementsprechend ein gutes Beispiel.